Hallo und willkommen zu meinem Video über Finmax, einen neuen Broker für binäre Optionen. In diesem Video werde ich die Vor- und Nachteile von Finmax vorstellen. Die Handelsoberfläche, die mir eigentlich recht gut gefällt. Sie ist vor allem schneller als IQ Option, das ist schon mal ein Vorteil. Und letztendlich vor allem die Höher-Unter-Optionen bei Finmax, die unterscheiden sich ein bisschen von den Trefferoptionen, die es bei vielen anderen Brokern gibt. Und bei der Gelegenheit auch gleich noch eine Handelsstrategie für die Höher-Unter. So, hier haben wir die Handelsoberfläche von Finmax. Hier kann man die Optionen einstellen. Das sind die normalen Optionen, die man von den anderen Brokern auch kennt. Von 30 Sekunden bis Ende des Tages, nee, auch noch weiter, bis Ende des Monats oder Ende des Jahres sogar fast. Man sieht hier, man hat auch Charts zur Verfügung, kann man Linien an sich einstellen. Bereichansicht sehe ich jetzt keinen großen Vorteil für. Wichtig sind die Candlesticks, die wir hier haben. Hier hat man noch Zoom. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass ich mit der Zeiteinstellung hier nicht, verstehe ich nicht wirklich. Das steht jetzt auf eine Stunde. Wir haben hier aber gerade mal ein paar Minuten Unterschied. Und auch alles zusammen ist keine Stunde. Also was hier die eine Stunde bedeuten soll, verstehe ich nicht. Vielleicht soll das eine Minute bedeuten. Das würde Sinn ergeben. Ja, das würde eher Sinn ergeben. Dann haben wir hier jetzt die 5 Minuten. Hier haben wir auch noch ein paar Indikatoren. Allerdings würde ich eher die Nutzung von MetaTrader empfehlen. So. Hier sieht man, hat man eine ganze Menge Paare zur Auswahl, beziehungsweise Rohstoffe und Aktien. Was ich ganz schön finde auf jeden Fall, ist, dass man sich seine Lieblingsaktien oder Rohstoffe oder seine Lieblingswerte hier markieren kann. Und hier hat man dann nur die markierten. So. Die Gewinne sind immer ein bisschen abhängig vom gehandelten Wert und auch von der Auslaufzeit und auch ein bisschen von der Zeit, in der man handelt. Hier jetzt bei Euro, US-Dollar 72 bzw. 74%, das ist nicht die Welt. Da bieten andere Broker teilweise mehr. IQ Option zum Beispiel oder auch 24 Option. Schön ist hier, dass man ab 5 Euro oder US-Dollar handeln kann. Man kann hier oben die Währung umstellen. Und schön finde ich auch, dass die Trades recht zügig sind. Das zeige ich gleich bei Gelegenheit nochmal. Hier unten sieht man die geschlossenen Positionen und die eventuell offenen Positionen hier. Hier gibt es noch schöne Funktionen, die zeige ich auch gleich nochmal. Außerdem findet man hier das soziale Radar. Man kann hier also auch Tradern folgen. Ob das sinnvoll ist, bin ich mir nicht 100% sicher. Aber die Möglichkeit besteht wenigstens. Wäre schön, wenn man hier mehr Informationen über die Trader bekommen könnte. Das fehlt hier irgendwie noch. Mehr als wie viel Profit sie bisher gemacht haben, wird hier nicht angezeigt.
Hier werden Handelssignale ausgegeben. Die habe ich noch nicht getestet. Da sollte man selbst vorsichtig sein ein bisschen. Generell bei Brokersignalen. Und hier finden wir Videos. Die sind generell ganz gut. Das ist mit einer der Vorteile. Die sind wirklich gute Webinare mit dabei. Also beziehungsweise Webinare findet man hier. Strategien, hier noch mehr Videos. So viel erstmal zur Oberfläche. Das sind jetzt, wie gesagt, die normalen Optionen, die man so kennt. Das sind die Höher-Unter-Optionen. Wie wir hier sehen, haben wir hier von 109 bis 218% Gewinn. Wir können außerdem hier noch die Distanz einstellen. Je nachdem, wie die eingestellt ist, ändert sich wahrscheinlich der Gewinn. Ja genau, hier sieht man es. 24%, 213, 103. Gewonnen ist diese Option, wenn am Ende der Auslaufzeit, hier mit dem Weiß markiert, der Kurs jeweils oberhalb oder unterhalb der Linie ist. Wenn ich also hier kann ich momentan gar nicht handeln. Dauert jetzt mal 17 Minuten, bis ich hier handeln kann. Weiß nicht, woran das genau liegt. Das ist hier ein bisschen eigenartig. Ja, hier geht's komisch. Mal kurz zurück. Ja. So, wie gesagt, gewonnen ist die Option, wenn am Ende der Auslaufzeit der Kurs sich überhalb der Linie bei der grünen oder unterhalb der roten befindet. Hier kann man den Gewinn einstellen, wie viel Gewinn man macht. Als Chartsoftware benutze ich den MetaTrader. Wir haben hier jetzt Euro, US-Dollar. Habe ich hier auch. Ich hoffe, man kann das sehen. Ich habe hier jetzt keine Indikatoren drin. Man sieht hier aber in der letzten Zeit einen Abwärtstrend. Ich zeichne mal eine Trendlinie kurz ein. So. Gibt es mehrere Möglichkeiten. Interessant sind für die Über-Unter-Optionen, genauso wie für die Leiteroptionen, für die traditionellen Optionen und auch für die Trefferoptionen. Handelsstrategien, die einen Rückschluss auf die Stärke der nächsten Marktbewegung schließen lassen. Und dafür ist der Fibonacci eigentlich wunderbar geeignet. Den findet man hier im MetaTrader hier. Den MetaTrader findet man bei ICMarkets oder bei markets.com zum Beispiel. Wenn wir den so hier drüber zeichnen. Hier unten die Linien, die habe ich selber eingezeichnet. Da kann man, wenn man hier Doppelklick macht, Fibo-Eigenschaften. Dann hat man hier die Linien und da kann man hier einfach hinzufügen klicken. Und jetzt zum Beispiel noch 1 minus 1 Punkt. 618 hinzufügen. So.
Alle mit Minus habe ich noch hinzugefügt. Also das minus 1, minus 0,5, minus 6,1. Dann haben wir hier unten jetzt noch die nächste Linie. Ich ändere mal die Farbe noch von Fibonacci. Das können wir hier machen. So. In dem Fall habe ich jetzt über diese Bewegung drüber gezeichnet. Zeichnen wir es mal über die vergangene Bewegung drüber. So. Da es sich hier jetzt um einen Abwärtstrend handelt und wir in der Aufwärtsbewegung gezeichnet haben, haben wir über eine Korrekturbewegung drüber gezeichnet. Das heißt, die Level hier unten geben uns mögliche Kursziele dieser Bewegung an. Also es ist jetzt gar nicht unwahrscheinlich, dass sich der Kurs noch bis hierhin bewegt zum Beispiel. Oder auch bis dahin oder dahin. Also, lassen wir uns hier den Kurs anzeigen. Das sind 1.074.23. Dann gehen wir hier hin. 1.074.23. Das wäre auf jeden Fall der hier schon mal. Jetzt ist nur noch die Frage, in welcher Zeitspanne passiert das. Das ist ein bisschen schwerer abzuschätzen. Entweder wir schätzen das, so wie es vom Augenmaß her. Eine andere Möglichkeit wären die Zeitzonen, die Fibonacci-Zeitzonen, so rum. Hier ist es allerdings wirklich komplizierter, beziehungsweise auch nicht so genau. So. Wir sehen hier jetzt die senkrechten Striche. Oft fallen die auf ein Hoch oder ein Tief. Sie sehen, hier ist es eins davor. Das heißt, hier könnte es auch ein Tief geben, bei dem hier. Das heißt, das wäre möglich. Das heißt nicht, dass das so kommen wird, aber es ist denkbar. Dann wissen wir, wenn wir hier auf das Kreuz gehen, wird uns die Zeit angezeigt. Dann haben wir 15:25 Uhr. Hier. Wobei der Metatrader nicht ganz richtig geht, also beziehungsweise Zeit verschoben ist. 14:25 Uhr. Das heißt, wir könnten den hier nehmen. So viel zu der Handelsstrategie für Höher- und Unteroptionen. Die lässt sich natürlich auch für die normalen Optionen benutzen. Das geht auch. Kommen wir noch zum Nachteil. Ich habe vorwiegend einen Nachteil festgestellt. Und das ist, dass Finmax nicht reguliert ist bisher. Also sie sind nicht von der SciSec reguliert und auch nicht von den anderen. Sie befinden sich in Sofia und ich habe bisher einige Leute kennengelernt, dadurch bin ich auf die gestoßen, die bisher wirklich gute Erfahrungen mit dem Support gemacht haben, auch mit der Auszahlung und mit den Webinaren zum Beispiel auch. Trotzdem ist es ein bisschen mit Vorsicht zu genießen und sollte ihr keine 1.000, 5.000 Euro einzahlen. Gerade der geringe Handelsbetrag von 5 Euro minimal und die geringe Einzahlung von 150 Euro. Machen den Broker allerdings durchaus interessant zum Einstieg. Auch weil die Trade-Ausführung sehr viel schneller ist. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.